Dies alles ist Beten im Namen Jesu, weil Jesus es uns gelehrt hat. Unsere Schuld trennt uns in jeglicher Hinsicht von Gott. Dein Gebet ist durch das Blut Jesu geheiligt. Betest du in diesem Bewusstsein? Ich lade euch ein, dass ihr aufsteht zur Textlese. Und den Predigttext, den finden wir in 2. Mose, Kapitel 30. Und du sollst einen Altar anfertigen, um Räucherwerk darauf zu räuchern. Aus Akazienholz sollst du ihn machen. Eine Elle lang und eine Elle breit soll er sein, viereckig und zwei Ellen hoch. Und seine Hörner sollen aus einem Stück mit ihm sein. Und du sollst ihn mit reinem Gold überziehen, seine Platte und seine Wände ringsum und seine Hörner, und sollst ihm ringsum einen goldenen Kranz machen. Und mache ihm zwei goldene Ringe unter dem Kranz, an seinen beiden Seiten sollst du sie anbringen, an seinen beiden Wänden, und sie sollen die Tragstangen aufnehmen, dass man ihn damit tragen kann. Und die Tragstangen sollst du aus Akazienholz machen und sie mit Gold überziehen. Und du sollst ihn vor den Vorhang stellen, der vor der Lade des Zeugnisses hängt, und vor den Sühnedeckel, der auf dem Zeugnis ist, wo ich mit dir zusammenkommen will. Und Aaron soll wohlriechendes Räucherwerk auf ihm räuchern, morgen für morgen. Wenn er die Lampen zurichtet, soll er es räuchern. Und auch wenn Aaron zur Abendzeit die Lampen zurichtet, soll er es räuchern. Es soll ein beständiges Räucherwerk sein vor dem Herrn bei euren künftigen Geschlechtern. Ihr sollt kein fremdes Räucherwerk auf ihm darbringen und auch kein Brandopfer, kein Speisopfer, und ihr sollt kein Trankopfer auf ihm ausgießen. Aber einmal im Jahr soll Aaron auf seinen Hörnern Sühnung erwirken. Mit dem Blut des Sündopfers der Versöhnung soll er einmal jährlich darauf Sühnung erwirken für eure Geschlechter. Er ist dem Herrn hoch heilig. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Der Räucheraltar war ein Altar des Gebets. Wie komme ich darauf? Psalm 141. David schreibt dort: Herr, ich rufe zu dir, eile zu mir, schenke meiner Stimme Gehör, wenn ich dich anrufe, lass mein Gebet wie Räucherwerk gelten vor dir. Das Aufheben meiner Hände wie das Abendopfer. David bezieht sein Gebet, obwohl er kein Priester war, auf diese tägliche Anbetung in der Stiftshütte. Und er sagt, mein Gebet ist wie Räucherwerk. Im Buch der Offenbarung begegnet uns dieselbe Symbolik. Der Apostel Johannes sah 24 Älteste, die Gott auf seinem himmlischen Thron anbeteten. Offenbarung 5, Vers 8. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Merken wir, dass der Räucheraltar was mit uns zu tun hat? Wenn du betest, dann steigt ein angenehmer Geruch zum Himmel auf. Das bedeutet, die Gebete der Kinder Gottes sind ein Rauchopfer, das vor Gott aufsteigt. Drittens, kein Gebet ohne Opfer. Vor dem Gebet am Räucheraltar musste etwas Wichtiges und Wesentliches geschehen. Sühnung für die Sünden.
Nicht nur der Priester, sondern auch der Altar selbst musste mit heiligem Blut eines Opfers besprengt werden. Schaut in Vers 10. Aber einmal im Jahr, Kapitel 30, soll Aaron auf seinen Hörnern, also auf den Hörnern des Altars, Sühnung erwirken. Mit dem Blut des Sündopfers der Versöhnung soll er einmal jährlich darauf Sühnung erwirken für eure Geschlechter. Er ist dem Herrn hochheilig. Liebe Geschwister, daraus wird deutlich, dass nicht einmal unsere Gebete von Gott angenommen werden, es sei denn, wir haben Sühnung für unsere Sünden. Die Grundlage jedes Gebetes ist ein Opfer. Jetzt fragst du, ja, aber hört Gott nicht auch die Gebete von Ungläubigen, die kein Sühnopfer haben? Natürlich tut er das. Er ist ja allwissend und wir können sagen, er ist auch allhörend. Nichts entgeht ihm. Kein Hilferuf, kein verzweifelter Schrei, kein Anrufen seines Namens ist vor ihm verborgen. Er hört und er sieht alles. Das ist keine Frage. Doch nimmt er jedes Gebet mit derselben väterlichen Fürsorge wohlwollend an? Nein. Sprüche 15, Vers 29. Der Herr ist fern von den Gottlosen, aber das Gebet der Gerechten erhört er. Das sind die, die ein Opfer für ihre Sünden haben. Sprüche 15, Vers 8. Der gottlosen Opfer ist dem Herrn ein Greuel. Aber das Gebet der Frommen ist ihm wohlgefällig. Wird das Gebet eines gottlosen Menschen, der nicht im Vertrauen auf ein für ihn vollbrachtes Sühneopfer sich zu Gott wendet, gehört? Nein. Es gab keine Abkürzung zum Räucheraltar. Es musste Blut fließen. Es musste Reinigung erfolgen. Es musste Besprengung her. Wir können mit Gott keine Gemeinschaft haben, auch nicht im Gebet. Es sei denn, wir haben ein Opfer für unsere Sünden. Das ist die Aussage der Bibel. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen heute Morgen hier oder draußen an den Monitoren sitzen. Und das ist der liebevolle Weckruf Gottes an dich und dein Leben. Du hast gedacht, weil du hin und wieder mal ein Stoßgebet zu irgendeinem Gott im Himmel loslässt, alles sei in Ordnung. Ich sage dir, dein Gebet findet keine Erhörung vor Gott, es sei denn, du hast ein stellvertretendes Sühnopfer für deine Schuld. Denn unsere Schuld trennt uns in jeglicher Hinsicht von Gott. Auch hinsichtlich unserer Gebete. Wir können keine Gemeinschaft haben, auch nicht im Gebet. Es sei denn, jemand hat sich der Strafe für unsere Sünden angenommen. Wir brauchen Vergebung. Aber wo ist unser Opfer? Israel hat Dilemma. Wir haben Jesus.
Hebräer 10, Vers 19. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Kraft des Blutes Jesu darfst du beten. Das erklärt auch, warum Christen im Namen Jesu beten. Dieses im Namen Jesu ist keine magische Formel und darf auch nicht zu einer solchen verkommen. Als ein zwanghaftes Additiv hinter jedem Gebet. Es darf nicht zur Floskel werden, aber zur gleichen Zeit erinnert uns genau diese Formulierung an die Grundlage, auf der wir im Gebet zu Gott kommen. Und dies ist unser Sühnopfer, Jesus Christus. Die Bibel lehrt uns, wie wir beten sollen. Und wir haben verschiedene Hinweise. Zum einen sagt Jesus, dass wir zum Vater beten sollen, stimmt's? Vater unser im Himmel. Wir können auch zum Sohn beten, wie es verschiedentlich in der Bibel der Fall ist. Stephanus tat es, als er gesteinigt wurde. Er sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Paulus schreibt an die Gemeinde, die in Korinth ist, samt allen, wie er dort ausdrückt, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen an jedem Ort. Also wir beten zum Vater, wie Jesus uns gelehrt hat. Wir beten zum Sohn, Halleluja. Wir können direkt zu Jesus beten. Was wir nicht in der Bibel haben, ist ein explizites Gebet zum Heiligen Geist. Aber wir wissen, er ist dennoch Gott. Und wenn wir zum dreieinigen Gott beten, dann auch zum Heiligen Geist. Häufig aber finden wir im Neuen Testament dieses Muster, Gebet zum Vater in der Kraft des Heiligen Geistes im Namen Jesu Christi. Jesus selbst sagt, Johannes 14, Vers 13, und alles, was ihr bitten werdet, in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Johannes 15, Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet, in meinem Namen. Im Namen Jesu zu beten bedeutet, sich bewusst auf Jesus Christus zu verlassen. Zu vertrauen, dass er mich zu Gott bringt. Wir drücken aus, dass wir in ihm unsere Anliegen vor den Vater bringen, auf Grundlage dessen, was Jesus Christus für uns getan hat. Wir können ohne Christus nicht beten. Ohne sein Sühnopfer sind unsere Gebete Schall und Rauch. Das ist im Einklang mit den Gläubigen im Alten Testament. Die Israeliten kamen immer und immer wieder im Namen des Bundes zu Gott. Und dieser Bund, in dem sie kamen, wurde durch unterschiedliche Opfer besiegelt. Und im neuen Bund nähern wir uns auch auf Basis des Bundesopfers. Und dieses Bundesopfer ist das Blut Jesu Christi. Deshalb ist er die Grundlage, auf der wir überhaupt erst zu Gott kommen können. Und noch einmal, das heißt nicht, dass wir floskelhaft etwas raushauen. Im Vater unser steht auch nicht am Ende im Namen Jesu. Wir können auch Gebete ohne diese Formulierung sprechen. Aber wir müssen und dürfen und sollen immer in dem Bewusstsein vor Gott treten. Ich bin hier nur
aufgrund des vollbrachten Werkes Jesu Christi. Und wenn wir dann sagen, im Namen Jesu komme ich, dann sind wir im Einklang mit der Heiligen Schrift. Gott nimmt unsere Gebete an, wenn wir uns ihm durch Jesus Christus nähern. Und wenn wir beten, dann wissen wir, Jesus ist aufgefahren in den Himmel und er sitzt nicht nur zur Rechten des Vaters und macht dort nichts, sondern er übt dort das Amt des Hohepriesters aus. Er ist unser hoher Priester jetzt. Und er nimmt die Gebete der Heiligen und bringt sie vor Gott. Und dies tut er beständig. Daher Hebräer 7,25, kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Und dies tut er ständig, Hebräer 9,24, denn nicht in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, in eine Nachbildung des Wahrhaftigen, ist der Christus eingegangen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Das bedeutet, durch seinen Dienst, den Jesus jetzt im Himmel tut, sichert er dir zu, dass deine Gebete vor Gott kommen und dort Gehör finden. Der Rauch deiner Gebete ist gereinigt durch das vergossene Blut Jesu Christi und nur deswegen sind sie ein Wohlgeruch vor Gott. Ohne Jesus würden unsere Gebete dem Allmächtigen, wenn ich sagen darf, stinken. Er würde sie verwerfen. Er würde sie ablehnen. Er will damit nichts zu tun haben. Aber durch die reinigende Kraft unseres Sühnopfers ist unser Räucherwerk, unsere Gebete gereinigt in Jesu Namen. Punkt 4 zum Schluss. Die Frage an dich. Wie betest du? Ich kann mir vorstellen, dass viele Israeliten viel dafür gegeben hätten, dass sie persönlich mit dem, was sie bedrückt, belastet, ihre Anliegen, wenn sie doch nur einmal persönlich zu diesem Räucheraltar hätten gehen dürfen, ohne einen Priester, der sie stellvertretend vertritt. Und ich kann mir vorstellen, dass sie auch gedacht haben, der geht da morgens hin und abends hin, aber was ist denn mittags? Und was ist denn in der Nacht? Was ist denn, wenn das Unglück plötzlich über mich hineinbricht? Dann muss ich beten und dann muss erstmal wieder eine Reinigung erfolgen und dann muss er sich noch abwaschen und dann morgen früh kommt das Gebet bei Gott an. Durch Jesus haben wir ein großes Privileg, liebe Geschwister. Durch ihn kannst du jederzeit vor Gott kommen. Jederzeit. Er tut seinen Dienst rund um die Uhr. Er reinigt deine Gebete permanent. Wenn du in seinem Namen kommst, dich berufst auf sein stellvertretendes Opfer, in dem Bewusstsein kommst, Herr, ich komme zu dir aufgrund dessen, was Christus für mich getan hat und hier sind meine Anliegen. Hier sind meine Anliegen. Meine Anliegen sind, Vater, dein Reich komme. Lass deine Gemeinde blühen. Lass das Evangelium hinausgehen in alle Welt. Erlöse du meine verlorenen Familienangehörigen und Freunde. Ich komme zu dir und bete, lass dein Reich kommen. Dein Reich komme. Ich bete, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Du kommst zu ihm, egal wann, und du sagst, Herr, versorge mich. Unser, mein tägliches Brot gib mir heute, jetzt. Ich brauche dich, ich brauche deine Versorgung, gerade in diesem Moment. Und du weißt, dein Gebet ist durch das Blut Jesu geheiligt und es steigt als ein angenehmer Geruch vor den Thron Gottes.
Unser tägliches Brot gib uns heute und du betest, Herr, bewahre mich vor dem Bösen. Bewahre mich vor den Angriffen des Teufels. Du betest, bewahre mich vor dem Bösen. Was für ein Privileg! Meine Frage ist, wie betest du? Betest du in diesem Bewusstsein? Ich muss ganz ehrlich sagen, die Vorbereitung hat mir geholfen, neu das Gebet zu schätzen und zu sagen, Herr, vergib mir, wenn ich das so fahrlässig dahin gebetet habe, ja, jetzt bete ich. Wir haben Zugang zum Vater durch Jesus Christus, ein Vorrecht, dass wir jederzeit kommen können. Leider gibt es viele Christen, die dieses Privileg nicht schätzen. Zu selten beten wir auch all diese Dinge, die Jesus in seinem Vater unser uns lehrt, dass sein Reich kommt, dass sein Wille geschieht, dass er unsere Schuld vergibt. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Dies alles ist Beten im Namen Jesu, weil Jesus es uns gelehrt hat. Und wenn wir diese Gebete beten, dann wissen wir, sie finden Erhörung. Ja, das ist die herausfordernde Frage an dich und an mich. Wie beten wir? Schätzen wir dieses Privileg? Danken wir, dass wir alle Dinge vor Gott bringen dürfen? Oder verschmähen wir den Wohlgeruch des Gebets? Altars. Gott sagt in 1. Thessalonicher, betet ohne Unterlass. Ja, tun wir das vermutlich zu wenig. Gott ist gnädig, er lädt dich wieder neu ein, zu sagen, Herr, hilf mir, ich möchte in Gemeinschaft mit dir sein, in ständiger Gemeinschaft, im Austausch, im Gebet, weil ich neu verstanden habe, es ist ein Geschenk. Gott freut sich, wenn wir uns ihm nähern, durch den Sohn. Er hat Segen verheißen. Und er hat Antwort verheißen. Und er will dich überschütten mit seiner Gnade. Amen. Ja, Vater, wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus, der unsere Gebete reinigt und heiligt und ohne den wir gar nicht beten können. Was für ein Gewicht steckt dahinter? Was für eine Botschaft? Ein Opfer muss her, Reinigung muss her. Danke dafür, Herr Jesus. Du hast den Weg frei gemacht. Und ich bete für uns, die wir hier versammelt sind. Ich bete wirklich. Erwecke du unsere Herzen. Erwecke du unseren Geist neu. Dass wir beten. Dass wir beten. Beten, wie du es uns gelehrt hast. Aber in dem Bewusstsein, dass dies nur möglich ist durch Jesus Christus. Und Herr, wir bringen dir auch solche Seelen, die dies hören und jetzt merken, dass ihre bisherigen Gebete nichts anderes als Schall und Rauch waren, weil sie niemals ein Sühnopfer für ihre Sünden hatten. Herr, benutze doch dein Wort. Erkläre es den Herzen. Wir können es nicht mit unseren Worten tun, aber dein Geist, er macht tote Herzen lebendig. Und ich bete darum, dass du gerade jetzt Blinde sehend machst, dass sie Christus erkennen als das notwendige Opfer, was ihnen auch hinsichtlich ihrer Gebete den Zutritt zu Gott verschafft. Wir brauchen Vergebung. Herr, ich bete für solche, die das jetzt gerade betrifft. Und ich danke dir, dass du dein Werk tust und dass du deine Kinder rettest.
Amen.